Willkommen zurück, Freunde, auf einer Mission, die so aussieht, als ob sie den sicheren Tod für uns bedeutet. Wir sind wieder dabei bei der Andromeda-Initiative und wir befinden uns auf der Nexus, die in ernsthaften Schwierigkeiten ist. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum. Wir haben geringfügigen Druck auf uns, denn wenn wir nicht erfolgreich sind und eine Welt finden, auf der man leben kann, dann werden wir alle sterben hier. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Von daher, lass uns mal ein bisschen hier umsehen und erstmal einen Überblick gewinnen, damit wir... Du und ich werden richtig gute Freunde werden. Ja, und du bist seltsam. Kann man nichts reparieren und einsatzbereit. Dafür klar doch. Nur an diesen köstlichen Strom anschließen. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen hier umsehen, damit wir möglichst effizient helfen können und mal schauen, ob wir hier irgendwelche Leute finden, die uns... Ach so. Ich war mir gerade nicht sicher, was das für eine Rasse ist, aber es ist eine Turianerin, glaube ich. Ja, und wollen wir schauen, ob wir jemanden finden, mit dem wir reden können hier. Inventarliste korrekt? Sie haben offenbar mehr Koloniegeneratoren geladen, als ursprünglich geplant war. Wirklich? Hervorragend. Ich lasse es Addison wissen. Das wird sie freuen. Immer schön zu hören, wenn was da ist, womit man nicht gerechnet hat. So, ich würde sagen, wir fangen oben an und arbeiten uns nach unten vor. Wäre wahrscheinlich das Klügste. Schön, dass Sie hier sind. Das wollten wir so nicht. Haben wir denn eine Wahl? Großartig. Wollen wir dann die Undock-Checkliste durchgehen? Spender, Sie haben einen Job. So, das wollen wir nicht machen. Wir reden mal mit Addison und schauen mal, was wir hier machen können. Also gut. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit. Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Was ist das denn? Es gab ein kleines Update, das ich installiert habe vor dieser Aufnahme. Und offenbar steht das jetzt immer da? Das finde ich aber irgendwie uncool. Da muss ich ja gleich nochmal in die Einstellungen schauen, ob ich das irgendwann abstellen kann. Okay. Wichtig ist nur, dass er tot ist. Besonders nett. Was ist das eigentlich? Ach, logisch. Okay. Nein. In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Kann ich ganz verstehen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was, um hier auf den Stand der Dinge gebracht zu werden. Das ist ganz nett, glaube ich. Fangen wir doch mal hier drüben an. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet oder... Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet. Nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an. Sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid. 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach. Verdammte Poesie. Könnt ihr denn mit denen reden? Habt ihr schon irgendwie Kommunikation ermöglicht? Weil, wenn ihr nicht mit denen reden könnt, dann habt ihr doch gar keine Ahnung, was ihre Beweggründe sind, euch anzugreifen. Ich finde das ein bisschen vorschnell geurteilt, dann zu sagen, ja, sie wollen uns bloß ausradieren. Ich meine, ihr wisst doch gar nicht, warum sie euch angreifen.
Für die seid ihr Eindringlinge vielleicht. Ich meine, vielleicht sind die gar nicht so böse, wer weiß. Okay, zumindest haben wir jetzt aber einen Namen für die Rasse, das sind also die Cat. Na gut. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation? Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel. Nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich. Die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erlik Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Erlik hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Du bist creepy. Mal ganz ehrlich. Er hat es euch versprochen und nichts davon eingehalten? Ihr wusstet doch genau, wenn ihr nicht absolute Idioten seid, dass niemand vorhersagen kann, was es hier gibt. Ganz davon abgesehen, dass es unsinnig ist, die Scans, das hatte ich ja beim letzten Mal schon 2 Millionen Lichtjahre entfernt, 200 Millionen sogar, glaube ich, ne? Von eigentlichen Ziel zu machen, weil man dann einfach Daten hat, die 200 Millionen Jahre alt sind. Aber egal, ich finde auch schön, wie bitchy er geworden ist. Das heißt Pathfinder, tötö. Ich werde aber mal eine kurze Unterbrechung machen und mal schauen, ob ich das ausstellen kann mit den Angaben für die Tastaturbedienung, denn das finde ich doch etwas störend, muss ich sagen. Ich hoffe, ich finde da eine Einstellung, ansonsten bleibt es halt so. Wir sehen uns gleich wieder. Na gut, weiter geht's. Ich habe leider nichts gefunden, wo ich das irgendwie abstellen konnte. Mal sehen, ob das jetzt tatsächlich immer da ist. Das wäre sehr, sehr nervig. Aber vielleicht ist das auch irgendwas, was jetzt wirklich mit dem Update reingekommen ist und was man dann wieder entfernt. Ich weiß es nicht. Also es ist doch ein bisschen störend, aber ich könnte mir vorstellen, da regen sich auch viele andere drüber auf, wenn das jetzt wirklich mit dem Update gekommen sein sollte. Und dann ist das bestimmt relativ schnell wieder weg. Okay, wir haben übrigens auch eine Karte. Ich weiß gar nicht, es gibt irgendeine Taste für die Karte, glaube ich, die ich jetzt gerade nicht kenne, aber wir können auch über das Pausemenü da hingehen. Und wir sehen, es gibt insgesamt 4 Etagen hier und wir sind jetzt schon auf der 2. von unten und hier gibt's die meisten Sachen. Ich hatte vorher schon mal, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, kurz drauf geschaut. Steht Cash hier? Ne, der steht... Achso, hier drüben, drin. Ah. Hallo. Wir haben Cashs Büro gefunden. Und beklauen sie erstmal. Wie sollte es anders sein? Entschuldigung, Cash. Aber daran wirst du dich bei mir gewöhnen müssen. Derselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Die Nexus ist ein einziger Zirkus. Ich mag Tams Arbeitsweise nicht und sein Abscheu gegenüber Kroganen ist offensichtlich. Ich glaube zwar, dass seine Absichten letztlich gut sind, aber er ist ein Opportunist, der vermutlich Zwietracht schaffen wird. Ich glaube nicht, dass die Nexus ein Erfolg werden kann, wenn er ungehindert agieren darf. Auf Edison wirkt sich das schon aus. Sie fängt an, die Reihen zu schließen. Ich glaube, ich kann mit Kendros darüber sprechen und zumindest versuchen, die Koordination zwischen uns beiden zu verbessern. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich solchen Unsinn hasse. Na, das klingt doch spaßig. Meldung aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Yay! Okay, wir schauen nochmal kurz. Hier ist sonst nichts weiter. Dann können wir, glaube ich, gemütlich mit Cash sprechen. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind, aber das macht nichts. Oh, kein Problem. Es ist mir egal. Wir wissen, dass das Problem größer ist, als wir dachten, und arbeiten daran, es zu beheben. Das ist alles.
Genau, immer gechillt bleiben, auch wenn alles den Bach runtergeht. Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Das ist so störend. Naja, gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert. So gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Na, das klingt doch nach viel Spaß und Intrigen. Natürlich, wir kommen in eine neue Welt und da wir abgeschnitten sind von allen anderen, will sich irgendjemand an die Spitze setzen. Wie sollte es anders sein? Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Funktioniert bestimmt super. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten, aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Addisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie dann noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Ich wittere Geheimnisse. Okay, andere Fragen. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus? Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Archen sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Jean Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Oh, na sowas, die kennen wir ja aus dem lustigen Einspieler auf der Hyperion. Was ist Jean Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Und ich dachte, die Hyperion hätte Probleme, als wir ankamen. Noch was? Wir können keine Außenposten errichten, weil uns die nötigen Ressourcen und Leute fehlen, weshalb Addison noch angespannter ist als sonst. Und vergessen wir nicht, wie schwer die Station bei unserer Ankunft beschädigt wurde, auch wenn das für manche nur ein unwichtiges Detail ist. Mein Team und ich reparieren alles, was wir können. Aber wenn wir nicht bald Materialien kriegen, sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus. Ich frage mich gerade, ob wir mit der Zeit wirklich die Nexus aufbauen werden und dann vielleicht selbst so ein bisschen Aufbauspiel hier machen könnten. Das wäre sehr lustig, muss ich sagen. Ich mag sowas, ja. Okay, haben wir noch die Genophage? Ist das jetzt wirklich ein Thema? Ich dachte, das wäre soweit geklärt. Gut, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das jetzt vor dem Abschluss der Reaper-Trilogie ist oder ob das noch vor dem dritten Teil quasi spielt oder so irgendwie so mittendrin auf dem Höhepunkt. Aber ich vermute bald mal direkt danach. Auch wenn ich immer noch nicht so ganz begreife, wo die Ressourcen für das Projekt hergenommen haben. Aber na gut. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Okay, damit vermute ich, dass das auf jeden Fall vor Mass Effect 3 gewesen sein wird, dass sie aufgebrochen sind. Wäre auch insofern das Logischste, weil man damit komplett die Problematik umgeht, dass die Entscheidungen von Shepard natürlich extrem das Aussehen der Milchstraße sozusagen oder der Politik zwischen den Rassen beeinflusst hat. Das hätte man ja sonst irgendwie alles mit einbringen müssen, die ganzen Entscheidungen, die Shepard da getroffen hat. Und so könnte man das natürlich umgehen, indem man einfach sagt, die sind schon vorher aufgebrochen. Damit hat man das Problem einfach nicht am Hals. Kein Wunder, dass Ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat.
Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Na, das klingt doch schon ganz gut für kroganische Verhältnisse, wenn jedes 25. Kind überlebt. Ich meine, vorher 1 zu 1000, jetzt 1 zu 25. Ist zwar immer noch richtig beschissen, aber besser als vorher. Ja, ist eine interessante Art und Weise, wie sie die ganze Problematik mit der Genophage umgangen haben. Aber wenn dieser Clan diesen biologischen Vorteil der Mutation hatte, müssten die dann nicht eigentlich irgendwie sich an die Spitze gesetzt haben in der kroganischen Gesellschaft, weil sie ja einen besonderen Vorteil haben, den sonst niemand hat? Hätte ich jetzt so erwartet eigentlich. Wer weiß. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis bald. Also, wäre dann irgendwie nur logisch für mich gewesen, dass dieser Clan sich auch in der Milchstraße durchgesetzt hätte dann. Aber Rex hat ja überhaupt nichts davon irgendwie mal verlauten lassen und ich meine, er hätte es ja wissen müssen als Anführer, oder? So, schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Haben wir wieder eine Infowand? Das finde ich aber schön. Na dann. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Okay. Scheint aber eine andere Infowand zu sein als beim letzten Mal, so wie es aussieht. Von daher gehen wir den ganzen Spaß doch mal durch. Ich glaube, gerade jetzt am Anfang werden wir eben sehr viele Gespräche führen, um die Welt kennenzulernen. Und von daher wird es wohl ein bisschen dauern, bis wir so richtig in ein freies Spiel reinkommen. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Apropos lebensfähige Planeten, ich würde ja den Planeten auf Habitat 7 würde ich ja gar nicht so vorschnell abschreiben, nachdem die jetzt da das Problem gelöst haben mit den Gewitterwolken. Sollte man doch da nochmal einen Blick drauf haben, ob der jetzt nicht vielleicht besiedelbar wäre, oder? Naja, wird bestimmt noch möglich sein im Laufe des Spiels, wir werden es sehen. Sie sind Mitarbeiter Ryder, Gehaltsklasse 19b, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor 10. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Ernsthaft? Planen Sehr schön. Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. Ein Traum. 587 Tage. Ist ja nix. Geht schon. Könnte schlimmer sein. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren 10. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tyrion Kandros. Ja, die vier haben wir ja auch so schon kennengelernt. Aber was auch Urlaub angeht, ich meine, wo willst du auch Urlaub machen? Wir müssen ja erstmal irgendwelche Plätze schaffen, auf denen man Urlaub schaffen könnte, machen könnte. Von daher
ist es eigentlich logisch, dass man am Anfang noch keinen Urlaubsanspruch hat. Aber egal. Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Das war eine kurze Ansage für den Nexus-Status. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. 7 Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Also wirklich Spektralanalyse. Damit steht definitiv fest, es sind elektromagnetische Wellen, die sie untersucht haben bei ihren Analysen. Und die brauchen gottverdammt nochmal so lang, wie Lichtjahre Entfernung draufstehen. Also wenn das 200 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dann sind die Daten verdammt nochmal 200 Millionen Jahre alt. Ah! Dieser Logikfehler, der stört mich so ungemein. Naja gut, was soll's. Okay, wo gehen wir denn lang? Ich weiß es gar nicht. Da drüben müssen wir hin, dann schauen wir uns doch erstmal hier unten um, oder? Karte? Schauen wir nochmal kurz. Hier unten gibt es auf jeden Fall ein Fragezeichen und, ja, mit Kandros sprechen. Okay, das machen wir dann vielleicht mal. Ich nehme an, da drüben geht es dann zu Ten. Das lassen wir dann vielleicht erstmal aus. So, was haben wir denn hier? Das sieht wie eine Krankenstation aus. Oder so. Hallo? Unter Quarantäne? Oh, Waffenhändler. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Oh, was ist denn passiert? Was? Warum stehen hier Preise? Achso, naja, weil du es kaufen musst wahrscheinlich. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Ah, na dann. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt noch nicht unbedingt was, weil wir kriegen sowieso immer mal was zugestopft. Und ich glaube, mit solchen Sachen wie dem hier muss ich mich auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben sowieso bloß 100 Credits, sehe ich gerade. Von daher fällt das sowieso momentan noch flach, irgendwas kaufen zu können. Das können wir dann alles später mal machen. Ist das hier ein anderes Angebot? Ja, bei dem gab es, glaube ich, Mods, ne? Hier sind es die Waffen. Oder andersrum? Andersrum? Keine Ahnung. Ah ne, sind meine Objekte, hier sind die Händlerobjekte. Ja, das sind doch sowieso die Waffen, die ich habe, ne? Keine Ahnung. Wobei, warte mal. Eine Sache wäre natürlich... Ach, ich habe ja immer noch kein Geld. Dann müssen wir mal hier kurz was verkaufen. Nicht wahr? Muss ich das immer so machen? Das wäre ja uncool. Okay, das verticken wir. Wir verticken auch diese Schaltkreise, glaube ich. Ah, so geht das am besten. Aha, okay. Da haben wir einen Gewinn von 1000 und dann legen wir uns auf jeden Fall die Universalklinge 2 zu. Yep. Und damit möchte ich handeln. Den Handel bestätigen. Würdest du das wohl lassen? Den Handel bestätigen. Ja. Denn eine stärkere Universalklinge ist bei meinem Kampfstil momentan genau das, was ich gebrauchen kann. So, jetzt schauen wir uns aber mal ein bisschen weiter um hier. Ein bisschen was gibt's da schon noch zu entdecken. Okay, wir haben die Kommandozentrale gefunden. Das heißt, hier müsste dann... wer ist denn in der Kommandozentrale? Eigentlich doch Kandros, oder? Okay, was haben wir denn hier? Schadensbegrenzung an Tyrann Kandros von Jaron Tan, Direktor der Andromeda-Initiative. Oh Gott, so viel zu lesen. Juhu. Kandros, wie Sie wissen, gab es während Ihrer Abwesenheit eine Meuterei auf der Nexus. Die Ereignisse sind rasant eskaliert, aber wir glauben, dass es mit einem Feuer in den Hydrokulturen und einem Diebstahl in der Waffenkammer anfing. Es gab unterschiedliche Beweggründe für den Aufstand. Herdenverhalten spielte sicher eine Rolle, doch von Seiten der Anführer, darunter ihrer Vorgängerin, der ehemaligen Sicherheitsdirektorin Sloane Kelly, war es ein bewusster Verrat. Es gab einige oberflächliche Versuche, die Schäden zu katalogisieren und zu beheben, die Sloanes Leute während des Aufstands verursacht haben. Gestohlene Vorräte, zerstörte Ausrüstung, solche Dinge. Aber ich hatte gehofft, dass die Miliz einen offiziellen Bericht anfertigen kann. Wenn wir überleben wollen, müssen wir wissen, womit wir noch arbeiten können. Director Tan.
Okay, Antwort von Kandros, Director 10. Meine Leute müssen sich darauf konzentrieren, die Station zu verteidigen. Sie können keine Inventur machen. Wenn sie wirklich auf die Überwachung durch die Miliz angewiesen sind, lasse ich Sergeant Nels einen Blick darauf werfen. Im Übrigen war ich der Meinung, dass die Exilanten eher Kallax' Leute waren als Sloans. War er es nicht, der die Meuterei angezettelt hat? Kandros. Kallax Corvanis hat vielleicht damit angefangen, aber Sloan hat unmissverständlich klargestellt, wo ihre Loyalität liegt. Ich weiß, dass sie eine hohe Meinung von ihnen hatte, aber ich hoffe, sie können bei dieser Aufgabe objektiv bleiben. Sloan Kelly ist nicht die, für die ich sie gehalten habe. Es wird keine Probleme geben. Kandros. Gut, dann haben sie sicher nichts dagegen, ein kleines und diskretes Aufklärungsteam loszuschicken, um herauszufinden, wo Sloan und der Exilanten sich aufhalten? Wenn wir die kolonialen Systeme zum Laufen gebracht haben, will ich keine Überraschungen erleben. Director 10. Okay, der Bericht der Exilanten, der war aus irgendeinem Grund schon ausgegraut. Okay, schauen wir doch mal. Weiterleitung des Berichts von Aufklärungsteam 232. Die Spur ist kalt. Wir haben verlassene Lager im Pfeifer-System gefunden, allerdings keine mit lebenden Bewohnern, nur Friedhöfe. Die Verschwörerin Irida befand sich unter den Toten, Sloan Kelly jedoch nicht. Und die Schadensbegrenzung, die hatten wir doch schon, oder? Ja, die hatten wir schon. Jetzt ist die auch ausgegraut. Okay. Ein kleiner Briefwechsel oder Mailwechsel, was auch immer, zwischen Kandros und Ten. Die scheinen sich nicht wirklich zu mögen, aber zumindest scheint Kandros sich zu fügen. Momentan zumindest. Ich meine, was bleibt ihm auch übrig, ne? Er ist deutlich in der schlechteren Position im Ranking sozusagen. Ten ist der Chef. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig, wie unsere Expedition beweist. Über wen diskutiert ihr? Über die Cat oder... Hallo? Professor? Ah, jetzt. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Professor, bist du Dozent? Hast du irgendwelche Studenten, die du unterrichtest? Ansonsten, naja gut. Wie auch immer. Ich meine, wenn er einmal Professor ist, dann ist er ja Professor. Darf ich mitmachen? Das klingt wie, wenn du beim Fußball so hingehst als kleiner Junge und die anderen so fragst, die schon am Spielen sind. Kann ich mitmachen? Wir bleiben mal hier. Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Okay, wir haben also ein kleines Wissenschaftlerteam hier, mit denen wir wahrscheinlich noch ab und zu mal zu tun haben werden oder die uns irgendwelche Aufträge dann geben werden, könnte ich mir vorstellen, dann bei der Kolonialisierung.